Willkommen in der ERF Hörbar. Paris, Sydney, Tokio und in vielen anderen Großstädten stand er auf Opernbühnen und begeisterte mit seiner Stimme das Publikum. Außerdem war er Gesangscoach für Popqueen Kylie Minogue und er arbeitete einige Zeit als Musicaldirektor. Und mit Musicals fängt unsere Sendung auch an. Be Free mit dem Lied Ganz allein aus dem Musical Fame und live dabei Samuel Jersak und Helmut Kandert. Zu oft frag ich mich, wer ich bin, wo komm ich her, wo geht es hin, kann nichts glauben, wenn ich nur noch wein, ich bin ganz allein. Ständig beweis ich, wer ich bin, greife immer nach den Sternen hin. Sie sollen mir scheinen den ganzen Weg heim. Ich bin so allein. Wenn's mir schlecht geht und ich fühl mich allein, mach ich die Augen zu, um bei dir zu sein. Jesus, sei stark für mich. Jesus, ich liebe dich. Bleib bei mir. Ich brauch dich hier. Dann früh am Morgen, Sonnenaufgang, macht alles hell, mir ist nicht mehr bang, trocknet die Tränen, die ich niemals wein, fühl mich ganz allein. Wenn's mir schlecht geht und ich fühl mich allein, mach ich die Augen zu, um bei dir zu sein. Jesus, sei stark für mich. Jesus, ich liebe dich. Bleib bei mir. Ich brauch dich hier. Ich frag mich nicht mehr, wer ich bin. Tu, was du sagst, hier gehör ich hin. Wenn mein Glas leer ist, schenkst du mir ein. Ich bin niemals mehr allein, bin niemals, nein, nie allein. Free, Bernie, toll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Nicht mehr ganz allein hier bei mir auf der Couch. Super, warum hast du dir ausgerechnet dieses Lied für uns ausgesucht? Das ist eine gute Frage. Zum einen gehört es einfach zu meinem neuen Programm, mit dem ich ab September auf Tour sein werde. Und zum anderen ist es für mich ein Stück Vergangenheit, die ich mit auf die Bühne nehme. Ich mache nicht mehr viel Musical, sondern benutze Musical-Songs in meinen Programmen und macht ein paar Musical-Galas noch, so Musical-Dinner, solche Geschichten schon noch, aber hauptsächlich nicht mehr. Aber es gehört zu meiner Vergangenheit, wie du gerade schon treffend erwähnt hast. Und deswegen, ich habe gehört, du hast es auch ein bisschen abgeändert. Ja, der Text ist von mir, der ist zwar angelehnt als Original, aber das mit diesem Jesus sei stark für mich, Jesus, ich liebe dich, kommt im Original nicht wirklich vor. Haben Sie rausgestrichen. Genau. Aber ich fand, das ist ein toller Song, der auch an Jesus gerichtet funktioniert. Mhm. Und deswegen ist er mit dem Programm. Fangen wir mal an mit deinen Anfängen. Ich habe hier ganz wunderbare, entzückende Bilder.
Und zwar, Sie werden es nicht glauben, aber dieser reizende junge Mann, das ist Bernie. Ja. Du hast damals in einem Kinderchor mitgesungen. Ja. Die Pfälzer Weinkehlchen. In der Tat, ja. Klingt total süß, aber er hat richtig große Auftritte. Ja, ja, hatten wir in der Tat. Das war mir damals gar nicht so wirklich bewusst. Als Kind macht man das einfach so mit. Aber wir haben tatsächlich vor Queen Elizabeth gesungen und vor Ronald Reagan und so. Wir waren der Hauschor von Helmut Kohl, ja, sozusagen. Und der hat uns immer bei allen möglichen Staatsempfängen gebucht. Und so kamen dann Küsschen von Nancy Reagan auf die Wange zustande und solche Sachen. Nein. Ja, aber für mir war das damals, war halt eine alte Frau, die hat mir ein Küsschen gegeben. Eine Tante. Genau. Und bei der Queen, hast du dich nicht irgendwie beeindruckt oder sind da Jungs sowieso Königin? Mich hat es nie wirklich beeindruckt, das Primbamborio drumherum. Mir hat die Musik Spaß gemacht und das im Chor, das Miteinander, das war einfach richtig cool, das war toll. War eine wunderschöne Zeit und die Musik war wichtig und nicht das Drumherum. Und später hast du in allen möglichen Opernhäusern gesungen, und zwar mit den richtig Großen aus der Klassikerszene. Du hast mit Leonard Bernstein und Herbert von Karajan gesungen. Nicht schlecht. Warum hast du da dann in die Unterhaltungsmusik gewechselt und bist da nicht geblieben? Ich habe nicht wirklich in die Unterhaltungsmusik gewechselt, sondern ich habe zunächst die Opernmusik komplett aufgegeben. Mhm. Ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass mich dieses Leben nur aus dem Koffer und nur in Hotels leben und nirgends Freunde haben, kein Zuhause haben, das hat mich kaputt gemacht. Mhm. Und dann ist ein Freund von mir, einer der ganz wenigen, ich würde mal sagen, väterlichen Freunde, die ich hatte zu der Zeit, ein toller Bassist, ein toller Sänger, der hat sich das Leben genommen. Ach, du liebe Zeit. Und weil er eben stimmlich nicht mehr konnte und in den Souffleurkasten abgeschoben werden sollte, und hinterlässt irgendwie Frau und drei Kinder. Und dann dachte ich mir nur, nee, so ende ich auf keinen Fall. Und habe das beendet von einem Tag auf den anderen. Und wie lange war da deine musikalische Pause? 4 Jahre. War das eine Krise oder war es nur eine Pause? Es war zunächst mal eine sehr große Krise. Auch eine sehr große Sinnkrise. Und natürlich auch sonst eine große Lebenskrise. Ich meine, ich habe nie was anderes gelernt als singen. Du warst auf dem musikalischen Gymnasium und sonst was. Hast da dein Abi gemacht, hast du studiert, hast getourt. Plötzlich bricht es total zusammen. Ganz recht, ja. Da war ein großes schwarzes Loch nur noch. Und es war erstmal ganz schön schwierig, da einen Weg ins Leben zurückzufinden, ins normale Leben zurückzufinden. Und ich habe alles Mögliche gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, vom Tellerwäscher bis zum Müllschlucker, aber so ähnlich war es schon. Ich habe Immobilien und Versicherungen verkauft, ich habe Austern verkostet, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht gemacht habe in der Zeit. Austern verkosten finde ich auch gut. Ja, ganz netter Job eigentlich. Schon. Aber wie kamst du dann zurück wieder in die Unterhaltungsmusik? Du hast ja dann wirklich in die Musicalbranche gewechselt. Ja, ich habe dann Leute kennengelernt, die Amateurtheater gemacht haben. Mhm. Und die machten immer so einmal im Jahr eine große Musical-Produktion. Und zunächst war das für mich völlig unvorstellbar, Amateurtheater. Das war überhaupt nicht mal, oh ja, lasst mich doch in Ruhe mit eurem Amateurkrempel. Und dann haben die mich mal mitgeschleift zu einer Probe. Und dann war natürlich noch eine Frau im Spiel, wie das immer so ist. Klar, aber jedenfalls hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Das hätte ich nie für möglich gehalten und nie erwartet, dass die so viel mehr Spaß daran haben als die Profis. Wahnsinn. Und dann war es musikalisch auch noch recht gut. Es war auch im Rahmen eines Theaters, also innerhalb eines Theaters, haben die ihr Amateur-Ding da gemacht. Und die Musiker waren Profis und die Leute auf der Bühne waren eben Amateure. Und dann fiel dieser Dirigent aus. Der hatte irgendwie auch psychische Probleme. Und dann wurde an mich herangetragen, ob ich nicht statt die Hauptrolle zu spielen lieber dirigieren sollte. Das hast du nämlich auch schon gelernt in deinem Studium, oder? Das habe ich im Studium nicht wirklich gelernt, das habe ich in der Schule gelernt schon. Genau. Also ich habe im Schulchor zeitweise, Schulorchester zeitweise dirigiert und da einfach schon sehr viel Einblick bekommen, als Geiger auch sehr viel Einblick sowieso gehabt ins Dirigat. Und so hatte dich quasi die Musikerwelt wieder. So war ich plötzlich wieder mittendrin. Ganz schön genau. Für uns. Und du spielst uns jetzt auch noch was. Ja. Ein Gospel nämlich. Genau. Be Free mit einem Gospel auf Deutsch. Dreieinigkeit. Kannst du an etwas glauben, das du noch nie gesehen hast? Hast du
nicht auch den einen Traum als Held durchs Leben gehen? Träum nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Setz dir ein großes Ziel. Entscheide dich und geh den Weg. Verlang vom Leben viel. Du bist eins und doch auch drei. Körper, Seele, Geist. Gefangen noch im Hier und Jetzt. Doch Jesus setzt dich frei. Gott ist Vater, Sohn und Geist. Dreieinigkeit. Nimm die Erlösung für dich an und du lebst in Ewigkeit. Kannst du mit jemand reden, den du hier nie wirst sehen? Kannst du zum Freund ihm werden, auch wenn er niemals wird gehen? Lass die Angst. Komm und tu es jetzt, geh deinen Weg mit ihm. Nimm seine Hand, er nimmt dich mit bis an das große Ziel. Du bist eins und doch auch drei, Körper, Seele, Geist. Gefangen noch im Hier und Jetzt, doch Jesus setzt dich frei. Gott ist Vater, Sohn und Geist. Dreieinigkeit. Nimm die Erlösung für dich an und du lebst in Ewigkeit. Ich glaub nicht an das Gute, glaub nicht nur an die Physik. Ich glaub nicht nur das, was ich sehe und fühl. Nein, ich glaub ans große Ziel. Du bist eins und doch auch drei, Körper, Seele, Geist. Gefangen noch im Hier und Jetzt, doch Jesus setzt dich frei. Gott ist Vater, Sohn und Geist, ist Dreieinigkeit. Nimm die Erlösung für dich an und du lebst in Ewigkeit. Du bist eins und doch auch drei, Körper, Seele, Geist. Gefangen noch im Hier und Jetzt, doch Jesus setzt dich frei. Gott ist Vater, Sohn und Geist, ist Dreieinigkeit. Nimm die Erlösung für dich an und du lebst in Ewigkeit. Du lebst in Ewigkeit. Du lebst in Ewigkeit. Be free. Bernie, komm wieder zu mir. Jo. Warum ein Gospel auf Deutsch? Weil ich festgestellt habe, dass es zwar Spaß macht, auf Englisch zu singen und auch schreiben tue ich fast nur auf Englisch. Also nicht Briefe, sondern Lieder. Einkaufszettel. Genau. Ich habe eine Weile in Amerika gelebt und deswegen hat Musik für mich sehr viel mit Englisch, englischer Sprache zu tun. Aber ich habe festgestellt, in Deutschland ist es so, dass man, wenn man auf Deutsch arbeitet, die Leute noch intensiver erreicht, als wenn man es nur in Anführungszeichen auf Englisch macht. Weil die Leute dann mehr zuhören. Ja, und weil sie es tatsächlich verstehen. Mhm. Also es gibt Untersuchungen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussieht, aber wenn du auf Englisch singst im Pop-Bereich und dann noch ein bisschen Instrumente drumherum ist und so, dann verstehen die Leute, ich würde mal sagen, vielleicht 30% von dem, was da gesungen wird. Naja. In der Regel. Und das genügt mir nicht. Zurück nochmal zu deiner Karriere. Du warst ja auch Gesangscoach, unter anderem von Kylie Minogue. Wie kam es denn dazu? Ich bin noch Gesangscoach, nach wie vor, und mache das auch sehr gerne. Das kam dazu, weil ich zu der Zeit in Frankfurt an der Scream Factory unterrichtet habe, eine Musikschule. An der hat sich Kylie mit ihrer Truppe auf ihre Deutschland-Tournee vorbereitet. Auf ihre, ich glaube, es war sogar die erste, 2001. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war die erste Deutschland-Tournee. Und da kam dann die Frage, die hatte keinen Coach dabei. Und der Leiter der Schule hat damals gesagt, du Bernie, das ist doch was für dich, mach mal. So stell ich mir lustig Kylie vor. Du und dann Kylie Minogue, halb so groß. Ja, und vielleicht ein Viertel meines Gewichts, genau. Aber jetzt bin ich schon neugierig. Was hast du ihr beigebracht?
Ich habe zu der Zeit ausschließlich nach einer ganz bestimmten Technik unterrichtet. Mhm. Inzwischen hat sich das ein bisschen gemischt, aber die sogenannte Speech-Level-Technik, die ich aus Amerika mitgebracht habe. Und, also ganz entspannt singen. Ja, mit der Lockerheit, mit der man auch spricht, zu singen. Und das ist eine sehr gesunde Technik, eine Technik, mit der vieles möglich ist, was sonst zu Stimmproblemen führt auf Dauer. Ja, und es ist eben so locker und natürlich, wie man das hoffentlich bei mir irgendwie hört. Und das habe ich ihr ein bisschen nahebringen können. Und ich fand, sie hat es sehr gut umgesetzt und sehr schnell umgesetzt. Sie ist sehr lernfähig und sehr schnell. Fit und wie im war Kopf. Sie sonst so drauf? Eine ganz süße, ein ganz liebes Mädel, kann man einfach nur sagen. Völlig unprätentiös, keine Allüren irgendwie so im Privaten. Mhm. Völlig unkompliziert, liebes Mädel. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht erkannt ohne Schminke und Kostüm irgendwie. Aber ich glaube, das ist bei allen Popstars so. Also was Maske alles schaffen kann, das schon. Ist schon ja. Verrückt. Ja. Aber es hat Spaß gemacht mit ihr. Du bist ja momentan auch mit allen möglichen Programmen unterwegs. Also von Wiener Chanson bis Gospel haben wir hier gehabt, Oper. Und du singst auch Lieder von Peter Alexander. Das ist ja schon ein bisschen strange, diese Kombi, oder? Ja, ja. Das mit Peter Alexander war eigentlich so ein bisschen eine spinnerte Idee. Ich wollte im Gedenken an Peter Alexander was machen. Und hatte die Idee, einfach nur die grobe Idee, da irgendwas zu machen. Und bin an einen, habe mit einem Marketingmenschen gesprochen und habe mich mit dem ein bisschen näher auseinandergesetzt. Und der hat dann gemeint, du mach doch so eine richtige Peter-Alexander-Show, nur Songs von ihm und so. Und so ist das entstanden. Total witzig. Ja. Jetzt hören wir noch was von dir, allerdings nicht Peter Alexander, sondern einen Song von dir. Und zwar ein Liebeslied, das allerdings noch eine tiefere Bedeutung hat. Mehr dazu gleich. Hier erstmal der Song Du bist alles. Ich bin gar nichts ohne dich. Leeres Leben ohne dich. Wenn ich denk an meine Sorgen, die ich nicht mehr tragen kann, hab ich dich, die Liebe steckt mich an. Du bist alles hier, das mein Verlangen füllen kann. Du bist alles hier, das meine Sehnsucht stillen kann. Ich lieb dich mehr als alles, für das ich Worte hab in mir. Liebe zieht mich ganz zu dir. Will mit dir durchs Leben gehen, alle Stürme überstehen. Wenn ich nichts mehr sehen kann, dann bringt dein Licht mich voran. Sieh mich an, wir gehen Hand in Hand. Du bist alles hier, das mein Verlangen füllen kann. Du bist alles hier, das meine Sehnsucht stillen kann. Ich lieb dich mehr als alles, für das ich Worte hab in mir. Liebe zieht mich ganz zu dir. Manchmal, da mach ich mein Ding. Das macht mich stark und mächtig stolz. Doch so werd ich nur einsam, sprödes, trockenes Holz. Du bist alles hier, das mein Verlangen füllen kann. Du bist alles hier, das mein
ich lieb dich mehr als alles, für das ich Worte hab in mir. Liebe zieht mich ganz zu ganz zu dir. Ich lieb dich mehr als alles, für dass ich Worte hab in mir. Liebe zieht mich ganz zu dir. Bernie, ein toller Song. Man spürt es bei deinen Liedern richtig, der Glaube ist echt was, was dir auf dem Herzen brennt, ja, und was du weitergeben willst. Ja. Warum? Weil es mich erfüllt, weil es mich ausmacht, weil es mein Leben bestimmt. Und wie sagt man so schön, wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und so ist es. Wenn dich was begeistert, erzählst du es doch auch weiter. Na klar. So ist es bei mir. War aber bei dir auch nicht immer so, oder? Nein. Bist du so, kommst du aus so einem christlichen Elternhaus? Nein, ich bin zwar christlich sozialisiert aufgewachsen, sage ich mal. War auch Messdiener, bin also urkatholisch aufgewachsen, aber hatte nie eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das hat mir nie jemand gesagt, dass das geht und dass es das gibt. Das kam erst sehr viel später als Erwachsener. Und einmal davon gehört, nie wieder losgelassen? Ja, auch nicht ganz. Ich habe schon mal während des Studiums davon gehört. Da hatte ich eine Kollegin, die hat mich mal mitgeschleift zu so einem Hauskreis irgendwie. Das war mir aber alles so ein bisschen. Und dann kam die Karriere und dann war das, habe ich das sehr, sehr schnell und sehr weit aus den Augen verloren. Aber mich hat es dann doch wieder erwischt nach der Opernzeit. Du bist auch momentan als Schauspieler aktiv. Was machst du da? Ich bin grundsätzlich auch als Schauspieler aktiv. Da kommt, was kommt. Das geht los mit Sprechergeschichten. Okay. Das geht los, geht über Fernseheinsätze bei irgendwelchen Serien. Mhm. Ich sag nur Sat.1 Vorabendprogramm und so. Mhm. Da war ich, glaube ich, überall schon mal dabei. und geht bis hin zu Spielfilmproduktionen, wo ich entweder wenn ein Sänger auftritt, kommt es ab und zu vor, dass ich dann gebucht werde. Oder eben auch als Darsteller. Auf was können wir uns denn in der nächsten Zeit von dir alles freuen? Auf was kann man sich von mir freuen in der nächsten Zeit? In der nächsten Zeit soll eigentlich hauptsächlich mein Soloprogramm auf dem Tablett serviert werden mit Samuel und Helmut. Mhm. Und Thorsten ist heute leider nicht dabei. Das heißt frei, das Programm. Sinnigerweise. Und damit wollen wir ab September auf Tour sein. Super. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg damit. Schön, dass du da gewesen bist. Alles Gute auch an deine Musiker. Und wir hören aber noch ein Lied von dir, einen gesungenen Segen. Be Free gibt uns, wie gesagt, jetzt noch diesen gesungenen Segen mit auf den Weg. Ich verabschiede mich auch von Ihnen. Schön, dass Sie reingeschaut haben und bis bald. Segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr segne dich und behüte dich, er sei dir gnädig. Wenn du ihm vertraust, dem Vater des Lichts, ja, dann schenkt er ewiges Leben. Du kannst auf ihn bauen, er lässt dich niemals im Stich. Er geht mit auf deinen Wegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht
dein Schutz und dein Trost. Erkenn schon all deine Fragen, sein Wort gilt noch heut. Drum sei doch getrost, er wird dich durchs Leben.